Hallo, ich bin Christian, Gründer von Krotus Computer. Seit fast 9 Jahren fertigen wir mit viel Liebe zum Detail individuelle Gaming-PCs perfekt auf deine Wünsche abgestimmt. Überzeuge dich selbst und schau auf unserer Website vorbei. Wir schreiben das Jahr 1404. Der Schwarze Tod zog über Europa, doch die Pest ist besiegt. Die ersten transkontinentalen Handelsrouten erstrecken sich über die Weltkarte, das mongolische Reich brach zusammen und Deutschland ist noch ein einziger Flickenteppich. Ein neues Jahrtausend ist angebrochen und es liegt nun an uns, in der Zeit des Spätmittelalters neue Gebiete zu erforschen und eine Metropole zu errichten. Herzlich willkommen in Anno 1404. Wenn man Spieler nach dem besten Anno-Titel aller Zeiten fragt, werden vorwiegend zwei Namen fallen. Anno 1800 und Anno 1404. Weil das hier aber ein Retro-Special ist, schauen wir uns natürlich das 1404er aus dem Jahr 2009 an. Das war übrigens das erste Anno, in dem das Düsseldorfer Unternehmen Blue Byte seine Finger mit im Spiel hatte. Vorher waren sie als Entwickler der Siedlerreihe bekannt, haben sich 2008 dann aber mit Related Designs für ein neues Städteabenteuer zusammengetan. Gepublished wurde der Titel erstmals von Ubisoft und heraus kam ein Spiel, das bis heute seinesgleichen sucht. Also klar, hier kann man jetzt auch wieder Anno 1800 in den Ring werfen, aber das ist ja schon fast unfair bei den zahlreichen DLCs und Season Passes. Wie schon im Vorgänger 1701 wurde auch in Anno 1404 wieder auf eine dreidimensionale Grafik gesetzt. Grundsätzlich könnte man sagen, dass 1404 eine starke Weiterentwicklung des Vorgängers war und sich damit zu Recht mehrere Videospielpreise abholen durfte. Aber worin gründet überhaupt die Faszination Anno? Dies Eiland soll euch neue Heimat sein. Wir starten wahlweise mit unserem Schiff auf hoher See oder direkt mit einer vom Computer gewählten Insel. Los geht's also, den ersten Marktplatz und Häuser für unsere Bewohner bauen und die dann auch direkt zum Holzfällen losschicken. Stück für Stück können wir nun unser Örtchen vergrößern. Als Nahrung dient regionaler Fisch und getrunken wird Apfelmost. Schnell noch eine Kapelle ins Dorf stellen und tada, die Menschen sind glücklich. Aus Bauern werden Bürger und nun geht das Spiel richtig los. Ihr habt ein gutes Händchen bewiesen beim Ausbau eurer Siedlung. Die Optik der Inseln, die große Karte, die es zu erkunden gilt, dazu der wunderbare Soundtrack von Dynamedion und die vielen dämlichen Kommentare der NPCs, da ist man doch direkt wieder verliebt. Sieh dir dieses Schiff an. Bevor wir weiter auf Erkundung durch den freien Modus gehen, schauen wir mal auf die Kampagne. Auch wenn das Endlosspiel wohl der gefragteste Modus ist, überzeugt Anno immer mit einer eigenen Kampagne, die zum Setting passt. Es ergibt auch durchaus Sinn, die zu spielen, denn jedes Anno spielt sich ein bisschen anders als der Vorgänger. Zwei Fliegen mit einer Klappe also, Tutorial und Hintergrundgeschichten zu den Charakteren in einem. Zumal die Kampagne von Anno 1404 ziemlich anfängerfreundlich ist. Die erste Hälfte ist deutlich für Neulinge gemacht, das hat sicherlich auch zum Erfolg des Spiels beigetragen. Erst ab der zweiten Hälfte zieht der Schwierigkeitsgrad an. Wie eingangs erwähnt, befinden wir uns im Jahr 1404. Die Kampagne ist in mehreren Szenarien aufgeteilt, die aufeinander aufbauen. Bekommen wir anfangs noch eine kleine, rohstoffreiche Insel, stehen später ganz andere Herausforderungen bevor. Die Kirche beginnt einen Aufstand und möchte den Kaiser stürzen. Der ist an einer unbekannten Krankheit erkrankt und der adlige Richard Northburg möchte nun einen Dom bauen, um für ihn zu beten. Wir starten das Spiel als einer seiner Untergebenen und wollen das Vorhaben unterstützen. Immer wieder begegnen wir fiktiven kirchlichen Figuren, die uns bei dem Vorhaben aufhalten wollen. In der Zwischenzeit plant der Antagonist Kardinal Lucius, einen Krieg gegen den Orient anzuleiern. Ende des Liedes, den müssen wir auch noch aufhalten. Ziel der Kampagne ist es nun als erster, den Kaiserdom zu errichten, die Anno-Version von Palpatine festzunehmen und Frieden zwischen dem Orient und Okzident zu schaffen. Anno 1404 war damit das erste Spiel, das die Möglichkeit bot, mit anderen Kulturen zu interagieren. Das bedeutet aber nicht einfach, dass wir mit NPCs Handel betreiben, sondern sogar eigene Dörfer errichten können und sogar müssen. Für den Spielfortschritt ist es essentiell, dass der Orient besiedelt wird, um im späteren Verlauf Rohstoffe zu exportieren, die dem Volk im Okzident als Lebensgrundlage dienen. Und das Wunderbare, im Vergleich zum Primus Anno 1800 kann man in 1404 eigentlich nie wirklich in akute Stresssituationen. Die Feinde sind bösartig und drücken das in ihrem Design auch aus. Auch die Bewohner unserer Dörfer, Städte und Metropolen haben natürlich Ansprüche an das Leben und ziehen bei der erstbesten Möglichkeit aus, nur weil sie mal keine Nahrung haben. Die Bande ist aber auch schnell wieder zurück, wenn wir die banalen Bedürfnisse befriedigen.
Auch die Verteilung unserer Bewohner auf verschiedenen Inseln oder die Anzahl verschiedener Bevölkerungsschichten ist egal. Jeder kann jeden Job machen. Alle packen gemeinsam an. Ach, ist das nicht schön. Aber kommen wir mal zurück zu unseren kleinen Bauern, die sich mittlerweile zu Bürgern entwickelt haben. Die Bedürfnisse steigen und damit auch der Spielanspruch. Wir müssen uns um komplexere Warenketten kümmern. Es reicht nicht mehr, nur ein wenig Fisch mit Apfelwein zu kredenzen und zu hoffen, dass die Religion den Rest übernimmt. Plötzlich möchte das Volk Kleider. Wir müssen uns darum kümmern, genug Hanf anzubauen. Ab hier müssen wir auch unseren Kopf benutzen, denn es reicht nicht mehr, einfach ein Gebäude zu platzieren. Für die Produktion von Leinkutten benötigt ein Webstuhl die Produktion aus 2 Hanfplantagen. Wichtig ist vorab natürlich zu prüfen, ob denn überhaupt Fruchtbarkeit gegeben ist. Wenn nicht, dann auf zu einer anderen Insel und die Waren anbauen. Das müssen wir spätestens bei den Gewürzen tun, die es nur auf den orientalischen Inseln gibt. Also, Holz und Werkzeuge auf das Schiff geladen und auf zu neuen Ufern. Einmal angekommen, wird wieder ein Markthaus errichtet und dann dürfen die ersten Bürger einziehen. Weil es im Orient aber keine Anbaufläche für Obst gibt, müssen wir den Most von unserer alten Insel importieren. Das löst zwar noch nicht unser Gewürzproblem, weil die nur von Nomaden produziert werden können, aber da ist das Prinzip ähnlich. Die ziehen nämlich erst auf die Insel, nachdem wir eine Urkunde für den Großvezier Al-Sahir bekommen haben. Worum es aber geht, die Bewohner unseres Okzidents profitieren von den Produkten des Orients und umgekehrt. Zwischen diesen beiden Welten ein Gleichgewicht zu finden und die perfekten Handelsrouten zu planen, ist eine Herausforderung, aber Befriedigung, wenn alles funktioniert. Sobald die ersten Nomaden ihren Weg auf die orientalischen Inseln finden, fühlt es sich an wie ein neuer Spielstand. Wir fangen wieder von vorne an, aber eben mit einer neuen Bevölkerungsart. Genauso wie die okzitanischen Bewohner können auch die des Orients in Stufen aufsteigen. Zwar sind das nur 2, aber die sind dafür auch etwas tricky. Für Datteln müssen wir beispielsweise erstmal Grundlagen schaffen, damit sie überhaupt angebaut werden können. Und die Bedürfnisse der Nomaden sind eben die Luxusbedürfnisse der Bürger. Es gilt, einen Mittelweg zu finden, genug Waren herzustellen und unsere Schiffe hin und her schippern zu lassen. Wenn alle Handelsrouten funktionieren, wir nicht gerade in irgendeinem Krieg stecken und den Piraten Schutzgeld zugesteckt haben, kann die Reise weitergehen. Richtig fordernd wird anno 1404 nämlich ab der 3. Bevölkerungsstufe. Ein paar Stunden Spielzeit sind mittlerweile sicherlich schon vergangen, also ist der Planungsflow eh schon da. Was brauchen wir nun alles? Fisch und Gewürze sowie Most zum Überleben. Jetzt noch Klamotten und eine Schenke. Zack! Unsere Bürger werden zu Patriziern. Also zumindest die grobe Hälfte, denn das wäre ja wohl zu schön, wenn alle aufsteigen und die Kassen durch ihre Steuerabgaben füllen. Ja, aber für die umfangreichen Einnahmen wollen sie auch einiges haben. Das ist wohl auch der Grund, warum viele Anno-Spieler hier eine Pause einlegen und zugegebenermaßen diesen Spielstand so lange nicht mehr anrühren, bis sie die Lust wieder überkommt. Nur um dann zu merken, dass man keine Ahnung mehr hat, wo man eigentlich war und welche Bereiche man gerade ausbauen wollte und stattdessen einfach einen neuen Spielstand anfängt. Wer über diese Schwelle aber hinwegkommt oder genug Mut zeigt, um weiterzuspielen, darf sich auf Umstrukturierungen seiner Insel freuen. Die Patrizier geben sich nicht mehr mit einfachem Fisch und Gewürzen zufrieden, sondern verlangen Brot von euch. Auch der Moss ist mittlerweile Oll, das Volk möchte Bier. Olle Lumpen aus Hanf? Die Patrizier wollen Lederwämse. Und um alles noch abzurunden, ein paar Bücher, Kerzenleuchter und Brillengläser. Je reicher man wird, desto schlechter kann man scheinbar sehen. Damit kommen mehr Bedürfnisse dazu, als wir bisher überhaupt bewirtschaften mussten. Ein Glück kommt dann aber nur noch die Adligen, da ist der Sprung nicht mehr ganz so groß. Was anno 1404 im Vergleich zu den Vorgängern aber besonders auszeichnet, sind einige Änderungen, die die Spielreihe nachhaltig beeinflusst hat. Aus der Kampagne kennen wir die neuen Monumentalbauten. Das ist in der Story beispielsweise der Dom. 3 Stück sind es insgesamt im Spiel, der erwähnte Kaiserdom, die Sultanmoschee und die Speicherstadt. Das Besondere an denen ist, dass sie nicht wie die herkömmlichen Gebäude sofort gebaut sind, sobald man die entsprechenden Materialien hat. Ein exorbitant hoher Rohstoffbedarf, deutlich längere Bauzeiten und gleich mehrere Bauphasen machen sie zu besonderen Konstruktionen. Am Ende zahlt sich der Preis aber auch aus, denn die Insel glänzt nicht nur durch ein Meisterwerk seinesgleichen, sondern schaltet auch neue Funktionen frei. Der Kaiserdom sorgt für kaiserliche Aufträge, die Moschee füllt sofort alle Bedürfnisse im Orient, die Speicherstadt beschleunigt die Schiffe und erweitert unser Lager. Aufträge wie die aus dem Kaiserdom gab es auch schon in anno 1701, aber im 1404er wurden sie noch einmal deutlich angezogen. Im Laufe des Spiels bekommen wir als Spieler kleine Aufgaben, die wir annehmen oder ablehnen können. Meist sind sie von Mitspielern, gerne auch von neutralen NPCs oder auch von Inselbewohnern oder Hexen. Je nachdem, wie wir auf die Situation reagieren, wird uns Ehre und Ruhm zuteil oder unsere Anerkennung sinkt.
Eines Tages stolpert ihr noch über eure eigene Schlauheit. Wird ein Auftrag erfolgreich beendet, warten Geld und manchmal mehr, manchmal weniger nützliche Items auf uns. Dabei kann jede Aktion auch schwerwiegende Folgen haben. Unterstützen wir die Hexen nicht bei ihrem Vorhaben, wird die Pest auf das Volk gejagt. Und wenn wir zu viele Bettler abweisen, die auf unserer Insel Schutz suchen, könnten sie eines Tages als Gesetzlose zurückkehren. Aber besonders die Items sind spannend. Gold ist in Anno 1404 nie wirklich knapp, die Items aber können unsere Arbeit, also beziehungsweise die Arbeit unserer Bewohner, deutlich einfacher machen. Da kann beispielsweise die Produktivität gesteigert werden, indem eine große Lore ein Viertel mehr Kohle liefert. Oder passend dazu der kaiserliche Geologe, der die Arbeit in den Minen antreibt, wenn auch bloß für 10 Minuten. Aber auch Kosten können verringert, die Lager ausgeweitet, Waren schneller transportiert oder Fruchtbarkeit hergestellt werden. Die Teile sind Gold wert, wenn es im Endspiel darum geht, seine Insel zu optimieren. Ein weiteres Feature, das aus Anno 1701 direkt übernommen wurde und ad extremum geführt wurde, sind die Katastrophen. Während sich diese bisher auf Feuer beschränkten, die gerne mal ganze Ortschaften verwüsten konnten, wurde in 1404 das Tor zur Hölle geöffnet. Feuer, Pest, Gewitter, Sandstürme, Wirbelstürme und per Add-on sogar Vulkanausbrüche. Die können vor Spielbeginn zwar angepasst werden, also aus- oder eingeschaltet, aber verpassen dem Spiel eine kräftige Schärfe. Entsprechend müssen die Städte ganz anders geplant werden. Feuerwachen gilt es zu errichten, der Medikus muss sich um die Kranken kümmern und, ja gut, gegen Gewitter kann man halt nichts machen. Aber was hilft im Zweifelsfall immer? Richtig, Militär! Das ging erstmals weg von einem Echtzeitstrategieprinzip zu einem indirekten Militärsystem. Das bedeutet, wir positionieren unsere Streit- und Abwehrkräfte strategisch rund um unsere Insel oder Meer. Damit schaffen wir die perfekten Positionen, um zur rechten Zeit zuzuschlagen. Wenn sich der Feind nähert, agieren die Militärs von ganz allein. Auch hier wurde eine Grundlage für weitere Anno-Teile geschaffen. Das Militärsystem kam vielen Fans entgegen und macht besonders das Erobern befeindeter Inseln deutlich taktischer und spaßiger. Abgerundet wird alles durch ein Erfolgssystem, das uns durch das gesamte Spiel begleitet. Klar ist es schön, sein Volk wachsen zu sehen und militärische Erfolge einzufahren, aber dafür anerkannt zu werden, ist doch noch viel schöner. Darum tauchen immer wieder die Gesichter unserer Mitspieler oder des Adels in der oberen rechten Ecke auf und sagen uns, wie großartig wir doch sind. Ist unser Dorf zu einer Stadt aufgestiegen, werden wir bejubelt und bekommen on top Edelsteine, die wir für Bonusinhalte nutzen können. Ich bin euch wirklich zu Dank verpflichtet. Auch Porträts von Mitspielern, nützliche Items oder Titel wie Schrecken der Meere zählen dazu. Und für so einen Titel lohnt es sich doch zu spielen. Anno 1404 teilt sich bis heute zu Recht mit 1800 den Rang des besten Anno-Titels. Es hat ein gutes 1701 zu einem großartigen Spiel weiterentwickelt und so viele Elemente geschaffen, die bis heute noch wichtige Bestandteile der Anno-Reihe sind. Und obendrauf lässt es sich auch noch heute, dank des fast schon zeitlosen Designs, problemlos für 2-3 Stunden, naja, vielleicht auch Tage spielen.